So, hey, 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 meine lieben Zuschauer und willkommen zurück zu Star Trek Online auf dem Pegan Gamers Kanal. Und zunächst eine kurze Info. Da jetzt Legacy of Omalos draußen ist, wie man ja hier schön überall sieht, ist es auch so, dass jetzt die die Klingonen auch etwas mehr an Input haben, also Story und so weiter und so fort. Und entsprechend habe ich mir erlaubt, dann zusätzlich auch noch auf meinem privaten Kanal Agavankran ein weiteres Let's Play Star Trek Online anzufangen. Und zwar eben entsprechend mit den Klingonen dann. Also, falls euch das auch interessiert, rüberwechseln. Ich schau dann mal da. Also, ich habe jetzt inzwischen schon meine Maske umgestellt. Das hat der eine oder andere bestimmt schon in den Beschreibungen gesehen, dass da jetzt neuerdings auch noch das mit drin steckt. Und ja, wenn euch das auch interessieren würde, wie das im Klingonischen Reich mit mir aussieht, was ich da so alles Dummes anstelle, dann könnt ihr dort auch gerne reinschauen. Und ja, wir sind jetzt hier wieder zurück. Legacy of Romulus ist draußen und ja, das heißt für uns, wir müssen erstmal unsere Eigenschaften neu anordnen. Ja, ja, ja. Denn es ist so, dass wir hier jetzt die Eigenschaften wirklich anordnen können, dass wir im Laufe der Zeit immer mehr frei bekommen. Und als erstes, oder warte mal, abbrechen. Ja, doch, als erstes verteilen wir die neu. Ja, alles raus. Denn wir machen hier erst einmal alles, was wir hier an an Raum machen können. Machen wir erstmal einen Raum, weil ich bevorzuge den Raum. So, als erstes mal die Genauigkeit wollen wir mehr haben. Dann die Warpkern-Effizienz wollen wir mehr haben. Die Verteidigung, die wollen wir mehr haben. Den Warpkern-Potenzial wollen wir auch mehr haben. Und was haben wir hier? Kampfsterben können wir erst ab Level 30. Kritische Treffer verringern Genauigkeit des Ziels. Und Raumschiffstrom, Fluxkondensatoren verbessert, bla bla. Ne, das wollen wir erstmal nicht. Dann machen wir den Technikfreak, also verbesserte Hüllenregeneration und Heilung. Passt ja, dass ich da am Anfang, als ich gesagt habe, ich starte das Let's Play, da gar nicht groß irgendwie geschaut habe, was ich da jetzt einstelle und was ich da nehmen kann. Und einfach gesagt habe, das wird so passen, weil jetzt hier ist es dann eh egal. Und ja, Eigenschaften zuweisen. Und damit haben wir es dann neu verteilt. Oh, was gibt es ansonsten noch Neues? Ja, hier können wir jetzt auch unseren Charakter drehen und ranzoomen und so weiter und so fort. Wir können dasselbe auch bei unserem Schiff machen. Ihr seht es hier schon, das Hut sieht ein wenig anders aus. Ich muss es hier ein wenig neu anordnen. Und ja, mehr hat sich eigentlich nicht geändert, abgesehen davon, dass es hier auch in den Episoden einen neuen Punkt gibt, nämlich die Wastelands. Was ich heute auch schon mal mit meinen Techniker durchgespielt habe. Und eigentlich, das macht richtig Spaß, die Wastelands. Also da werden wir auch noch viel Spaß haben. Und die Foundry-Missionen von mir, die sind noch nicht da. Hier sind schon ganz viele Foundry-Missionen wieder da. Aber meine, nein, 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 die ganzen Spotlights auch nicht. Meine Foundry-Missionen sind komplett verschwunden. Mein Foundry-Charakter ist verschwunden. Aber im Amerikan, also im englischsprachigen Forum steht bereits. Daran wird gearbeitet und so weiter. Also ich habe da Hoffnung, dass es da noch kommt. So, und als erstes nehmen wir mal unsere DOF-Aufträge an. So, da haben wir hier, das hat geklappt. Das bestätigen wir hier. Die Kolonisten wurden neu angesiedelt und wir haben dadurch 500 Lithium bekommen. Wunderbar. Und die nächsten Kolonisten haben wir auch gleich bekommen. Und die EV-Schutzanzug-Training hat geklappt. Jinjutsu hat geklappt. Durchsicht, Korrespondenz hat geklappt. Diplomatie. Kampfübungen hat nicht geklappt. Das Trainingsprogramm führte zu logistischen Problemen. Bab. Enttarnung des Maulwurfs hat auch nicht geklappt. Auch nicht. Warum? Und ja, die Diplomatie hat auch nicht geklappt. So, dann machen wir das erst einmal und wandeln hier unser, also veredeln hier erstmal unsere Delizium. Haben wir jetzt 1700 inzwischen. Ach ja, es gibt auch jetzt hier noch Nukara-Marken. Ganz, ganz neu. So, das haben wir jetzt auf jeden Fall und da können wir auch gleich mal schauen, was wir hier wieder vergeben können. Als erstes mal Schmuggelware konfiszieren. Das ist etwas, was nie verkehrt ist. Je mehr Schmuggelware wir haben, desto mehr Delizium haben wir und die Delizium ist doch immer gut. Und yay! Ja, ist schon wieder der nächste Dingsbums-Gedöns-Dinger. Oh Gott. Hilfe. Die Dingskolonisten umsiedeln. Boah, es ist mitten in der Nacht gerade. Und eigentlich habe ich gerade Star Trek das Klingonen-Ding aufgenommen. Habe dann aufgehört, weil so müde. Aber jetzt habe ich wieder Bock, hier weiter aufzunehmen. Und ja, hey. Und hier können wir auch gleich wieder die nächsten Kolonisten umsiedeln, annehmen. So, noch Botaniker und Alterreihen, genau. Also, es läuft eben darauf hinaus, dass ich jetzt eigentlich schon eigentlich im Bett liegen sollte. Und wahrscheinlich hier auch viel Müll jetzt labern werde. Aber hey, ist bestimmt auch lustig für euch.
Hey, gibt es jetzt mehr mit den Korrespondenzen? Habe ich, ehrlich gesagt, überhaupt nichts dagegen. So, hier den Diplomat noch mit rein, hier das nächste, bla 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 bla. Die geben mir Qualitätsbonus, wenn wir da entscheidende Erfolge machen, was ja auch nicht verkehrt ist. So, der nächste hier rein. Na, ist ja gut, das ist gerade schief gelaufen, weil wir den schon zugeordnet haben. Hätte ja klappen können, da hätten wir es dann doppelt gehabt. Aber hey, wird schon alles schief gehen. So, ansonsten, was haben wir hier auf der Karte noch? Nix. Was haben wir hier noch? Bei einem entscheidenden Erfolg zusätzliche Flusskondensatoren. Na gut, die Flusskondensatoren ignorieren wir mal. So, die Technik, was haben wir hier? Juhu, EVA, Schutzanzugstraining mal wieder. Vielleicht klappt es ja diesmal, oder? Brauchen wir nur zwei? Ich versuche hier die ganze Zeit mehr als zwei reinzupacken, Mann, entschuldige. So, die wissenschaftlichen... Ach, wissenschaftlich brauchen wir erstmal gar nichts. Oh, die Kampfübungen in der Schwerelosigkeit können wir auch mal wieder starten. Dann, man weiß ja nie, wann unsere Leute auf unserem Schiff mal rumklettern müssen. Sicherung eines Prototyps eines schweren Disruptor-Geschützturms. Na. Was haben wir hier? Verhörwiderstandtraining ist auch nichts. Und medizinisch haben wir so hier auch keine genug Entschlossenen. Macht aber nichts, stört uns nicht. Wir machen die Raumschiff-Angriffsmanöver höher. Auf die 9 dann. Na gut, was noch nicht so geht, aber ja, ihr wisst, was ich meine. So, ansonsten, hier hat sich nichts groß verändert. Wieso habe ich hier eine Schildbatterie drin? Habe ich. Ah, wegen den Schild- und Hilfsbatterien. Genau, da war ja was. Jo, ansonsten hier, unser Zeug hat sich nicht geändert. Wir haben jetzt halt nur hier ganz, ganz neue Warpkerne. Yay, nicht für Warbots geeignet. Und für einen maximalen Warpfaktor 5,6 durch unsere Antriebsbatterie kommen wir damit allerdings noch drüber hinaus. Ansonsten haben wir hier nichts. Was sind gerade unsere aktuellen Missionen? Da wechseln wir mal auf Innenarbeit. Dürfen es so viele. Haben wir hier Delta Vulanis Cluster, also Lieferungssysteme, bla. So, was haben wir hier? Den Empire-Patch. Empire-Patch verwickelt. Da könnten wir das erstmal machen, aber ich würde sagen, weil ich jetzt ehrlich gesagt relativ müde bin, auch nicht mehr so viel machen will, machen wir nur noch eine Folge. So, also eine Runde Starbase 24. Mal wieder ein wenig die Lithium und hier, es startet gleich. Und vielleicht sehen wir dann auch ein paar Romulaner mit uns in Aktion. Da sind sie jetzt alle fleißig am Romulaner spielen und jo. Entsprechend sind jetzt halt auch viele Romulaner im Föt-Bereich. Ja, ja, das können wir doch alles. Jo, nur Romulaner. Wir sind der einzige Föderationskerl. Yay. Ich fühle mich so einsam. Na komm. Ah, das mit dem Tarn, das wird wahrscheinlich hier. Genau hier unten die Warbirds. Typische Wortschar, Angriffskreuzer, Schlagkreuzer, wie auch immer. Ja komm, helf mir mal. Genau, hier, RRW Hotspur. Auf geht's. Zeig mal, warum du dich für uns entschieden hast. Genau. So, drehen und den Raptor. Ja gut, das war jetzt irgendwie doof von mir, ich weiß. Ah ja, und der rote Alarm ist schneller beendet, sollte zumindest. Na komm, roter Alarm, weg, genau. Wir sind Feinde. Whee! So, der erste ist kaputt und auf zum nächsten. Gegenstände, yay, Antriebsbatterie, yay, es leckt, wuhu. Warum leckt das auf einmal so? Bei den Klingonen hat er das doch eben auch nicht geleckt. Oh. Also so langsam. Na, also jetzt ist es wieder flüssig. Schilde, drehen. Gedöns. Drehen. Und Rückwärtsgang wieder. Cool doch, da. Da ist der nächste anvisierte. Machen wir hier schon mal wieder Angriffsmanöver. Gegenstände. Woher machen wir da auf den Mann? Was wir nicht brauchen, das können wir immer noch verkaufen. Hey, und da haben wir es schon. Das interessiert die wohl gar nicht, was sie noch so rumspielen heute. So. So. Hier sind Feinde. Uhuhu. Mehr Feinde für Agar. Agar macht alle tot. Hey, das geht gerade richtig flott mit den ganzen Romulanern. Geht irgendwie flotter als mit den Phönix. Ich
Komm her, lass du alleine vor. Ich bin der einzige Föderationskerl hier. Oh Mann, oh. So, also. Wer ist der Nächste? Wer will Ärger? Du, Neckwar. Hier, du willst Ärger. Das sehe ich doch schon. Wenn ich hier nur deine Höhle ansehe. Ja. Klingonen müssen sterben. Sterben werden die Klingonen. Klingonen müssen sterben. Sie werden alle sterben. Oh, genau, wieder Gegenstände. Wieder nur Plasmazeug. Was soll das alles mit dem Plasmazeug? Nur was anderes als Plasmazeug. So, wieder einer weniger. Und mal wieder ein wenig Vollgas und weiter. So, wie viele sind es noch? Ach, 8 Stück. Hm. Ja, ich wollte gerade Kommandozentrale mit F am Weg sehen. Ah, jetzt fängt das wieder an zu lecken, das gibt's doch nicht. Was ist denn los? Kaum spiele ich hier wieder die Föderation, fängt das wieder übelst an zu lecken. Wenn den Klingonen eben alles überhaupt kein Problem. Ach, okay, wir sind außerhalb der Reichweite. Nicht sonderlich toll. Ja, jetzt hier wieder Reichweite. Genau, greift mich von der Seite an. Ja, wieder Quantentorpedo-Minen. Quantentorpedo-Minen ist klar. Quantenminen. Und da kommt du. Korottflinger-Schlachtkreuz. Also ihr seht es schon, da gibt es jetzt auch bei der Föderation, zum Beispiel bei den Klingonen mehr Schiffe. Oh, hier ist der nächste Schlachtkreuzer. Oh. Leck, 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 leck. 4 FPS, das gibt's doch nicht. Bei den Klingonen ging das alles so schön gerade. So. Einmal das. Einmal das. Und schon haben wir wieder volle Schilder. Gegenstände nehmen. Und jetzt kommt volle Torpedo-Breitseite. Yay! Gegenstände. Singularitätswarp-Kerne. Yay! Oh, kann ich zwar nicht wieder nutzen, aber hey, es bringt mir nur so weit was, dass ich dann die in die Tauschbörse stecken kann. Und für die Singularitätskerne gibt es da momentan echt viele Energiequellen dazu. So, die haben wir auch. Oh, mal hier, du bleibst hier. Ist dafür, dass wir so spät rein sind, haben wir immer noch einen dritten Platz gemacht. Finde ich gar nicht mal so schlecht. So. Die warpen alle weg. Hier gibt es doch noch Feinde zu besiegen. Dämliche Romulaner. Den zeigen wir hier mal, was eine Hake ist, ne? Wir mögen zwar nur ein kleines Schiff sein, aber dieses Schiff kann austeilen wie ein großes. Ah. Schilde, Schilde, Schilde. Schilde, Schilde, Schilde. Schilde, Schilde, Schilde. Schilde, Schilde, Schilde. Hey, industrielle Energiezellen, die kann man auch immer mal wieder gebrauchen. Ah. So, Schilde wieder. Unsere Hülle sollten wir eventuell wieder mal reparieren lassen. Yay, es ist putt. So, schnell mal Ausweichmanöver, damit wir hier ein wenig auf Abstand gehen können. Und diesen Tudoi-Angriffsjäger, den will ich jetzt auch noch erledigen. So. So, genau. Wo ist unser Verbündeter? Der ist da oben. Ja, ja, ich bin doch schon da. Wie, du haust ab. Feige Romulaner aber auch. So, egal. Gut, was machen wir? Ach komm, verlassen wir auch mal. Komplett alleine ist auch doof. Das waren, glaube ich, nur 13 Minuten, die ich aufgenommen habe. Das ist zu wenig. Dann müssen wir doch noch mehr aufnehmen. Yay! So, erstmal hier wieder skillen, skillen, skillen. Die Waffenkenntnisse, die müssen auf 6, glaube ich. Ja, die müssen auf 6. Genau, da haben wir die Waffenkenntnisse dann voll. Und jetzt das Dilithium, was wir eingesammelt haben, machen wir auch noch in edles Dilithium umtauschen. Veredeltes Dilithium, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine.
Und was haben wir hier? Disruptorkanonen, Plasmageschütztürme. Och, wir haben nichts Tolles bekommen. Naja, egal, das. Obwohl, das Ding ist immer noch selten. Und Plasmageschütztürme sind bei den Romulanern gerade garantiert gefragt. Mal sehen, wie viel so ein Ding einbringt. So, mit der SS Azura als erstes Mal wollen wir die Bank. Warum die Bank? Ganz einfach, warum die Bank? Nämlich hier die ganzen Sachen, die unser Inventar nur unnötig zumüllen. Also hier den Begleiter, den brauchen wir eigentlich nicht. Das Ding brauchen wir auch nicht mehr, das brauchen wir erst recht nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Und den Lobby-Kristall brauchen wir auch nicht. So. Na komm, was haben wir hier drin? Ja. Habe ich ja gesagt, aus der Accountbank, nee, nutze ich nix. Weil ich das alles, wenn ich schon Let's Play mache, obwohl könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn euch das nichts ausmacht, aber für mich ist es eigentlich so, dass ich mir denke, komm, das kannst du auch alles selber arbeiten. So, auf jeden Fall, hier haben wir ja einen Plasma-Geschützturm. Und zwar ist der bei Schiffsausrüstung, Schiffswaffen. Das Ding ist selten und es ist für Dinger. Lieutenant Commander. Dann stellen wir das auch mal so ein, denn je mehr wir einstellen, desto eher kriegen wir wirklich alle Ergebnisse. 900.000. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das heißt, da stehen wir wohl. Wartet mal. Will ich mal schauen, wenn wir hier die allgemeine suchen und nicht nur die speziellen, wie viel das gibt. Es gibt nur die. Okay. Dann stellen wir den hier verkaufen genau für 900.000 einstellen. Genau. Wuhu. Und wenn wir Glück haben, kauft das gleich auch irgendeiner. Der Gelingern können wir eigentlich auch mal schauen hier, ob sich das irgendwie lohnt. Schiffswaffen, also mit den Dingern, die wir sonst noch so haben. So, das Ding hier ist auf Lieutenant Commander immer noch, aber es ist nur eine ungewöhnliche und keine seltene. 17.000, ja gut. Ist aber auch nur 2.800 wert. Für 17.000 kauft es doch keiner. Kommt, da machen wir mal einen kleinen Dumpingpreis. 15.000, rein damit. Wenn es keiner kauft, kriegen wir es ja eh wieder. Und dann können wir es immer noch so wegwerfen. Oh, was haben wir hier? Wie fähige Widerstand der Mannschaftsmitglieder? Das interessiert doch keinen. Ah, komm, wollen wir mal schauen, was das Ding uns bringt. Das ist auch wieder Lieutenant Commander, ungewöhnlich. Und das ist eine technische Schiffskonsole. Also Schiffskonsole auf Technik, genau. Suchen. 2000. Na gut, das ist... Ah, das ist immer noch zwar mehr, als wir so wahrscheinlich über Dings-Replikator bekommen würden, aber trotzdem 2000, 1000, darauf kommt es ja auch nicht mehr an, auf die 1000. Vor allem, wenn wir jetzt etwas von dem Zeug, was wir jetzt eingesammelt haben, wirklich verkaufen können. Nicht? Dann haben wir hier sehr viele Energie-Credits. Dafür können wir sehr, sehr viel kaufen. Oh, ansonsten, was haben wir in der Bank? Ach, da war ich doch schon. Meine, natürlich, Post, war da irgendwas für uns, Tauschbörse, was verkauft, ja, hier, seht ihr so, was ich so alles einmache. So, nö, nix für uns, stimmt, da war nix. Hatte ich gerade nicht so genau im Kopf, man verzeihe mir. So, ansonsten, 7 Nacht, ich glaube, da haben wir jetzt sogar eine Folge voll. Ja, ich glaube, da haben wir eine Folge voll und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der aufnimmt, weil er hier oben ist. Ah, wenn ich die Maus hinmache, dann taucht auch die FPS-Zahl auf. Wenn ich die Maus wegmache, ist die FPS-Zahl weg. Aber sie ist rot, also er nimmt auf. Alles guti, guti, guti. Nur mal schauen, wie schnell kommen wir hier jetzt insgesamt. Wir kommen auf Warp 6,81. Okay, das ist doch schon mal ganz gut. Okay, damit würde ich sagen, ich glaube, das war jetzt ungefähr eine Viertelstunde, warte mal, 7 nach. Ja gut, das sollten fast schon 20 Minuten sein, keine Ahnung. Ist halt heute mal eine längere Folge, keine Ahnung. Und ja, wie gesagt, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. War jetzt eine relativ kurze Folge, dafür Action geladen. Starbase 24 Klingonen in den Arsch treten. Wuhuhuhu. Jo. Spammt mir die Kommentare voll, ob es euch gefallen hat und was ich besser machen könnte und so das Übliche. Und natürlich auch gerne wieder Freundschaftsanfragen und Mitspieleranfragen. Da gab es jetzt von dem, wie hieß er jetzt, Chakotay Let's Play, a.k.a. Porrent? Ja, Porrent war es genau, glaube ich. Auch eine Anfrage hier, Freundschaft, zusammen spielen, bla bla, gerne. Und sobald er das dann irgendwie hat mit seinem Mikrofon und sobald wir uns dann mal irgendwie abgesprochen haben, wird der garantiert hier auch mal in einem der Let's Plays auftauchen. Also das mache ich immer gerne, das ist garantiert auch lustig, wenn man da zusammen spielt und... Jo, genau. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Spammt die Kommentare voll mit Verbesserungsvorschlägen oder auch allgemein nur irgendwelchen
Ansonsten, hier, ich werde mitspielen Sachen. Da könnt ihr mir auch natürlich auch gerne gleich in-game schreiben oder mich auf Skype anfragen. Habe ich ja irgendwann mal, glaube ich, erwähnt. Agavan Kran ist mein Nickname bei Skype. Da könnt ihr mich auch gerne anfragen. Aber schreibt dazu, dass ihr von den Pagan Gamers seid, damit ich das halt nur zuordnen kann. Also, dass ihr von Pagan Gamers Zuschauer seid, so meinte ich das. Jo, also, wie gesagt, das soll's gewesen sein. Horido und auf Wiedersehen.